Hier geht's wieder zum Meister Laurelins Lager, aber jetzt wollen wir mal zu den Trollen. Diese Trolle dort haben den Weg versperrt. Wenn wir da vorbei wollen, sollten wir uns gut überlegen, wie wir vorgehen. Wenn diese Burschen wütend sind, kann es sehr unangenehm werden. Tja, ich habe vor niemandem Angst, nur weil er ein bisschen größer ist. Allerdings habe ich auch nichts gegen Trolle. Lassen wir sie doch in Ruhe. Ich bin es eh leid, weiter durch den Wald zu stapfen. Okay, Vorgrim und Kuano haben sich gerade darüber unterhalten, was mit diesen Trollen ist. Und Vorgrim scheint nichts gegen Trolle zu haben. Vielleicht sind sie ja nett. Hi Jungs. Du da, nicht weitergehen. Okay, sie reden schon mal mit mir. Ja, geh weg. Gibt hier nichts für Kleinlinge. Die erinnern mich irgendwie mehr an Riesen als an Trolle. Genau. Weg hier zu Ende. Ah ja. Aber der Weg... Okay, versuchen wir mal ein bisschen logisch mit ihnen zu reden. Aber der Weg geht doch hinter eurem Baum weiter. Ja. Weg schon weitergehen. Aber... Was? Nur für Trolle. Sein Trollweg. Ah ja. Genau. Und du sein Kleinling. Und Kleinling, nix Troll. Also du, woanders hingehen. Okay. Sie haben recht. Ich bin auf jeden Fall kleiner als sie. Sie scheinen also... Sie sind nicht so ungehobelt, wie sie aussehen eigentlich. Ich könnte euch Weg zu bezahlen, würde die mich... Okay. Sie haben mich schon mal nicht beleidigt und waren auch nicht wirklich aggressiv mir gegenüber. Also versuchen wir wirklich mal mit ihnen zu verhandeln. Wir sind ja immerhin ein Geode. Würdet ihr mich also mit einem Wegzoll durchlassen? Oh, bezahlen langweilig. Wir hungrig. Lieber geben uns süße Zungen zu naschen. Dann wir machen Weg frei. Großes. Und tatsächlich, sie wollen süße Zungen. Süße Zungen, ihr meint doch nicht etwa kandierte... Gibt's auch kandiert? Wir haben ja ziemlich am Anfang salzige gefunden, aber ich glaube, die wollen sie garantiert ja, nicht. Ja, so heißen. Sehr lecker. Okay. Was, Zungen? Ihr seid wohl vom Zand gewissen. Die sind nicht nur lecker, sondern auch verflucht teuer. Die esse ich lieber selber, bevor ich sie den Trollen zum Fraß hinwerfe. Ich würde gern wirklich wissen, wie diese Zungen schmecken, dass jeder die liebt. Vorgrim liebt sie, Trolle lieben sie, meinen. Uns egal, was haariger Kleinling schimpfen. Wenn vorbeigelassen werden wollen, dann bringen süße Zungen. So schmecklich lecker sein. Okay. Also gut, wegen mir sollt ihr eure süßen Zungen haben. Ja. Wir gucken mal, was die kosten. Okay, wir haben ein Trollbrücken-Quest bekommen. Das lief ja besser als erwartet. Ich habe schon erwartet, dass die gleich sofort bei sich Kontakt auf uns zurennen und uns in den Boden stampfen. Ja, so kann man sich täuschen. Ach ja. Das Gebiet hier sieht auch wieder herrlich schön aus. Und da kommen schon wieder Feuerfliegen. Von denen haben wir echt keine Ruhe, oder? Von denen haben wir echt keine Ruhe, bis sich ihre Nester zerstört sind. Wow, wer hat da 14 Schaden gemacht? Na egal. Das hat auf jeden Fall keinen von uns getroffen, so wie es aussieht. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Hier gibt's Kanischos. Und das war's auch schon. Also ich sehe hier nirgendwo den Wegelagerer. Schade. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück zum Markt. Oh, die hat neue Ware. Mal gucken, was sie hat. Brauche auf jeden Fall mal Rezepte von ihr, dass ich das die Materialien, die Feieris hat, auch benutzen kann.
Hallo. Bitte sehr, nehmt euch ruhig ein wenig Zeit und... Handeln wollen wir. Bögen, Pfeile, Zubehör. Okay, Steineiche. Anleitungen, genau. Anleitung für Kriegspfeile und Kriegsbolzen wollen wir erstmal. Oder? Brandpfeile, Giftpfeile, Brandbolzen. Auf jeden Fall bei der Anleitung für die schwere Armbrust. Jupp, die will ich. Anleitung für den Lederharnisch. Brauchen wir nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall die Anleitung für Kriegspfeile und Kriegsbolzen. Für verbesserte Sehne. Anleitungen. Das war's eigentlich auch schon. Schnitzermesser. Hat Bayris sowas schon? Was bringt das denn? Ach, Bogenbau plus 3. Nee, das braucht sie dann nicht unbedingt. Aber ansonsten brauchen wir eigentlich nichts. Was für Holzschleppfall ist mit sich rum? Die schleppt Ulmenholz mit sich rum. Für was bräuchten wir Ulmenholz? Um leichte Armbrüste zu machen. Oh, was ist das denn? Eine Windarmbrust. Okay, das Rezept kaufen wir auch gleich mal. Und Holzleim. Kaufen wir gleich mal 100. Ihr wollt mich doch jetzt veräppeln. Jetzt folgen mir die Feuerfliegen direkt in die Stadt rein. Ihr könnt die Feuerfliegen ruhig hauen, Frau Mukorano. Ja. Hoho! Ja! Alles gut hier! Bögen, Pfeile, so. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass mich die Feuerfliegen hier rein verfolgen. Aber jetzt schreiben wir mal die Rezepte auf. So. Können wir auch gleich mal bei den Rezepten nachgucken. Feiris. Pfeilspitzen kann sie leicht herstellen. Jupp, für Jagdpfeile hat sie auch alles. Für Jagdbolzen. Ulmenholz, habe ich mich, glaube ich, verlesen. Verbesserte Sehne und für... Eibenholz. Ich würde mal sagen, ich mache erst aus meiner leichten Armbrust eine... Weil die schwere Armbrust hat ja, glaube ich, einen Nachteil. Ich glaube, die ist langsamer als die leichte, oder? Gucken wir mal kurz meine Stats an. Fernkampfwaffe... Nachladezeit 0. 0 Kampfrunden. Okay, dann gehe ich mal meine Armbrust an Feiris ab. Die braucht dann noch, um die Armbrust zu verbessern, ein Eibenholz und eine verbesserte Sehne. Also ja, kaufen wir gleich mal ein Eibenholz. Ein Eibenholz kaufen. Okay. Gut. Und stellt mir dann bitte mal erstmal. Erstmal kann sie das hier gleich mal ganz oft herstellen. Das braucht man für Kriegspolzen. Ach so, okay. Dann habe ich mich vertan. Jagdbolzen und Jagdpfeile sind die Standarddinger. Für die hier brauche ich Eibenholz und Bolzenspitzen. Für Bolzenspitzen bräuchte ich Kohle.
Kohle müsste Vorgrim haben. Ja. Gucken wir mal kurz. Ja, Vorgrim hat jede Menge Kohle. Gib die mal kurz an Feiris. Ei. Feiris. Machen wir hier ein paar Bolzenspitzen raus. Jetzt können wir nämlich Jagdbolzen. Und mal eine verstärkte Sehne. Und dafür brauchen wir 2 Punkte, die ihren Talentwertbogen bauen. Da geben wir ja die 2 Punkte doch mal. Steigerungspunkte hat sie ja noch genug. So. Ich mach das schon. Und jetzt kann sie mir hier die almandische Armbrust bauen. So, die Windarmbrust. Die schwere Armbrust hat 2 Kampfrunden Nachladezeit. Die almandische hat auch 2 Runden Nachladezeit. Aber jetzt haben wir wenigstens eine almandische Armbrust. Vorgrim kann die Kohle zurückhaben. Steht das auch? Ja, 2 Kampfrunden. Bei mir auch. Jupp. Aber sie ist schon mal besser als meine alte, auch wenn das Nachladen etwas länger dauert. Gut. Ei? Pfeile brauchen wir im Augenblick noch keine, aber jetzt können wir uns wenigstens mal selber welche machen, weil wir genug Holzleim und Bolzen und so weiter haben. Dann gucken wir uns jetzt mal weiter um. Hat der Heiler was für uns? Herr, ich habe neue Heilmittel im Angebot, falls ihr euch dafür interessiert. Ja, was habt ihr denn? Einfache Verbände. Ach, kaufen wir die mal auf. Und die 3 Einbeersäfte kaufen wir ihm auch ab. Gut, dankeschön. Jetzt will ich aber eine Sache gucken, und zwar hieß es ja, dass der eine Bruder, das ist ein Städter, also dass der zweite Bruder, oh, da ist er ja schon, am Prios-Tempel Brandstiftung begangen hat. Deswegen wollte ich mal den Prios-Tempel gucken. Hier ist noch der grobe Otto und hier der Odo. Bodo Beckerbold, ich bin auf der Suche nach dir. Ach ja? Dein Pech, dass du mich gefunden hast. Stirb! Eher dein Pech. Neues rund ums Tier gibt's wieder mal bei mir. Oh, der hat auch nur 20 Lebenspunkte, also dürfte der auch schnell fallen. Ja genau, jetzt muss ich ordentlich nachladen, weil meine Armbrust leider nur leider 2 Kampfrunden braucht. So, aber dafür haben wir Odo schon ausgeschalten. Wieder mal bei mir. Und was hast du uns zu sagen? Einen Blick auf meine neuesten Waren werfen. Ganz frisch reingekommen. Greif zu, solange noch was da ist. Der sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein illegaler Tierhändler. Aber gucken wir mal, wir suchen was Spezielles, und zwar Koschermatzung. Es gibt nichts, was Otto nicht hat oder besorgen kann. Was genau ist denn dieses spezielle Etwas? Koschermatzung, kandierte Koschermatzung. Ihr möchtet kandierte Vogelzungen? Das ist ja ekelhaft und dekadent noch dazu. Ja, ist es. Ich weiß, da versuche ich es eben woanders. Gehabt euch doch. Halt, nicht so schnell. Ihr habt mich ja nicht ausreden lassen. So etwas ist doch genau Ottos Kragenweite. Okay. Ihr habt also wirklich Koschermatzung um 3 auch noch kandiert. Da fällt mir ein Stein vom Herz. Zeigt her, ich zahle sehr na, gut. Hört mal. Ich wäre nicht der krumme Otto, wenn ich keine hätte. Hier, werft einen Blick auf mein Spezialangebot. Zum Freundschaftspreis, versteht sich. Alles rund ums tote Tier.